Ja, liebe Zigarrenaficionados, ich freue mich hier zu sein. Neue Zigarre am Start. Schon im Mund gehabt und schon schön lecker. Die neue Carillo Inch. Ja, eine Neuauflage oder eine Neuinterpretation. Das ist ja der Klassiker bei Carillo Ernesto Perez Calillo. Calillo? Calillo Linz. Ja, ich habe so ein bisschen Asiaten. Ich habe gestern asiatisch gegessen. Ja, das war nichts PC, gell? Achtung, jetzt kommt gleich der PC Principal und haut mir eine rein. South Park Fans wissen, was ich meine. Ja, aber hier das Besondere ist, dass hier nicht in der Domrep gerollt wurde, wie sonst auch die meisten Carillos. Oder auch nicht, keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall der Hauptsitz oder die Haupttabakalera, wo dann die Carillos oftmals dann eben gerollt werden. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Aber doch mal der besondere Touch hier dabei ist, dass sie in Nicaragua, in Estelí hergestellt wird. Und es ist eine besondere Zusammenarbeit, ja, mit Plasencia. Ja, die ist made by Plasencia hier. Das ist ja Nicaragua Puro auch natürlich in dem Fall. Und wir haben ein Maduro-Deckblatt. Ja. Ich habe die mittelmäßige genommen. Also es gibt drei Formate von der neuen. Einmal hier 12,7 cm Länge und das 62er Ringmaß. Gibt es noch in, ich glaube, die gibt es noch in 60 und 64 oder irgendwie so. Aber halt natürlich auch noch deutlich länger. Ich dachte mir, ich nehme lieber die kurze Dicke. Ein cooles Format auf jeden Fall. Kostet 12,50. Ich glaube 12,50 oder 12,80. Ich glaube 12,50. Das ist so eine leicht süße Floralität in der Luft. So ein bisschen Blumen, so ein bisschen Seife. Ein bisschen Kräuter. Aber auch sowas leicht. Ja, Hauch Milchschokolade. Voll Milchschokolade. Hat so einen Touch, also so ein bisschen, ja, Sahne, Milch, Kaffee, Schokolade, irgendwie so in die Richtung, sage ich jetzt mal. Ja, bin echt froh, ich habe es ja im hier Edition, Esteli, Made in Esteli, Superiores heißt das Format anscheinend. Superior Quality. Fein Tobacco. Ja, also die Zusammenarbeit halt eben mit Plasencia, aber ansonsten habe ich nicht wirklich lesen können, ob das jetzt irgendwie besonders alter Tabak oder so weiter ist, nur dass halt eben der EPC einfach von Plasencia schwärmt, weil die so viel Tabake im Petto haben. Und ja, man sieht dann auch in der Mitte so leicht, also ja, was heißt in der Mitte, fast äußerlich so leicht schwarze Bereiche, also spricht dafür, dass es doch auch älterer Tabak ist. Sehr dunkle Bereiche haben wir hier am Start. Also ich bin sehr gespannt. Vom Kaltzug her. Geht es tatsächlich in eine schokoladige Richtung. Aber jetzt nicht so süßlich oder auch nicht so intensiv, sondern einfach nur so dieser Nachgeschmack, wenn ihr so Zartbitterschokolade gegessen habt. Also nach 20, 30 Sekunden habt ihr am Schluss dann danach noch so einen leichten Zartbitter-Nachgeschmack. Und das erinnert so ein bisschen daran. Ja, neu am Start. Made by Plasencia, Zusammenarbeit mit Plasencia. Bin gespannt. Ja, jetzt kommt nachträglich, muss man so sagen, auch da schon so ein bisschen Pfeffer. Klar, Nicaragua Puro. Erwarte ich, dass da so ein gewisser Bums auch am Start ist. Jetzt gucke ich mal nach einem Feuerzeug, das diesem Formate gerecht wird. Nein, ich mein Vierfach-Chat-Flame, also ein bisschen aufpassen. Ja, sehr, sehr schön. Also freue ich mich echt, dass, ja, ich habe gedacht, also ich habe gehofft, dass die noch vor Weihnachten wahrscheinlich aufschlägt, aber das war eigentlich vorauszusehen. Und jetzt eben Ende November. Ist jetzt dann auch verfügbar. Rechts fest gerollt. Leichte Creme kommt. Zedernholz. Eine Flugfigur, das berühmte Flugzeug.
Ich glaube, die haben irgendwie so einen Funksender irgendwie integriert. Wenn die sehen, ey, der macht das Feuerzeug an, dann müssen wir schnell drüber fliegen. Das ist echt 90%. Ich habe schon so viele Takes dann neu gemacht, weil dann das Flugzeug dann zu laut war. Pfeffer ist schon so 4 von 10 momentan. Erinnert so ein bisschen an die 2019er Limitada von Carello Inch. Die Gordo hieß die, glaube ich, auch. Mit dieser schönen dunkelblauen Kiste. Also Pfeffer, Zedernholz. Das Cremige, das war so ein Schreckmoment. Ich glaube, es geht eher in Richtung Leder und auch von der Beschaffenheit ein bisschen Trockenheit. Also sie ist jetzt nicht mehr wirklich cremig. So punktuell eben auch auf der Zunge so ein bisschen Würze oder halt ja, Schärfepunkt. So ein bisschen was Kerniges, so Walnuss vielleicht so ein bisschen, aber ganz fein. Ja, das ist mein allererster Eindruck. Ich gehe weiter und melde mich mit dem Update. Gell? Ja, du hast so diese feine Würze eben, dieses leicht nussig-süßliche. Bisschen mehr Leder kam jetzt auch hinzu. Ja, Zedernholz, das war es eigentlich schon. Ist eine leckere Zigarre, aber sehr geradlinig. Aber ich finde, das ist das, was man momentan bei Placentia so bekommt. Auch diese Made by Placentia Zigarren, die sind alle meiner Meinung nach sehr geradlinig. Ja. Aber schönes Deckblatt, Abrand ist auch interessant, dass es nicht ganz so weiß ist, sondern so fast schon schwefelartig, also beige oder sowas. Hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Ja, kann man jetzt natürlich mineralisch jetzt auch sagen, hey, was ist das, wieso brennt das so ab? Ist ja bei, was weiß ich, Meteoriten, Asteroiden genauso, oder wenn da halt eben so eine Sternschnuppe kommt, so der Schweif, die Farbe des Schweifs sagt natürlich auch aus, was für Stoffe da mit am Start sind, die da gerade verbrennen. Ja, aber cooles Format. Bin froh, dass sie gekommen ist. Leckere Zigarre und halt eben so dieses, ja, 3 von 10 Dierpfeffer, aber der bleibt lange da und es gefällt, dass es halt nicht zu krass, nicht zu dominant ist, aber der Pfeffer einfach lang bei dir bleibt. Ja, so ein bisschen rumgezickt jetzt, also ging schon so 3-4 Mal kurz aus, aber nimmt das Feuer gut an, kein Problem. Ja, sehr gerne, den ich die letzten 25 Minuten war die Zigarre einfach nur Hand in Hand. Erde und Leder. Das war's. Ich hatte ja vorhin was von Schokolade gelabert. Also wenn man jetzt hier so ein bisschen Kaffee mit Milch dazu trinkt, könnte man sich vielleicht einbilden, dass da so ein Hauch Zartbitterschokolade ist. Aber das ist so zu vernachlässigen. Und nochmal zum Preis. Natürlich kostet sie nicht 12,50 oder 12,80, sondern 12,60. Ja. Also ist eine leckere Zigarre. Gut, die Carillos sind in der Regel nie so stark. Die ist auch eher mittelmäßig. Also nicht mal, ich würde sie nicht mal mittelkräftig bezeichnen, sondern fast schon leicht. Klar, die ersten 15 Minuten hast du schon so dieses Pfeffrige am Start gehabt. Aber ja, so eine Grundwürze ist da. Aber genau. Und am Anfang eben so die paar Minuten so ein bisschen Creme. Vielleicht hier und da wieder so ein bisschen Butterigkeit auf den Lippen. Ansonsten ja, eher ledrig, erdig. Ja, zwischendurch so ein bisschen dieses Toastig-Holzige und eben dieses Nussig-Süßliche, immer wieder mal so ein bisschen, aber alles sehr, sehr dezent und flach so. Ja, wir sind jetzt bei, ich glaube, 65 Minuten sowas. Ja, ich denke, so 100 Minuten kriegt man sie auf jeden Fall. Hast du für dein Geld auf jeden Fall auch einen langen Smoke natürlich. Und wie gesagt, es sieht schön aus, schönes Deckblatt, fühlt sich gut an, cooles Format. Aber halt sehr geradlinig. Aber ist halt so. Ja. Nicaragua Puro. Wie gesagt, das war bei Placentia meiner Meinung nach die letzten Monate und ja, in 2 Jahre schon. Und auch bei den Made bei Placentia Zigarren, dass die halt eher so geradlinig einfach sind. Ja. Aber gut, schmecken. Ja. Aber ich wünsche mir halt dann dieses, vielleicht dieses Nussige oder dieses Schokoladige, dass da irgendwie so ein Bums gekommen wäre oder so. Wenn das geil, das wäre geil gewesen, meine ich. Aber kam halt nicht so. Das war nur so ein bisschen immer da so. Klar, es ist eine frische Zigarre. Auch die Placentia hier auf der Ox waren nach einem Jahr ein bisschen süßlicher, ein bisschen nussiger. Da kam das ein bisschen mehr durch, ein bisschen feiner. Aber grundsätzlich hat sich da nichts groß getan dann auch. Ja.
Also, ja, geht es doch recht oft aus. Geschmacklich geht gar nichts mehr. Einfach Leder, Erde. Das war's. Ist jetzt auch aufgeplatzt. Ich glaube, die ist halt einfach einmal noch ein bisschen zu feucht. Aber irgendwie hat sie da eine Blockade gehabt auch. Finde ich. Also, da muss man schon ein bisschen rauskratzen. Da ist so richtig hier punktuell ein Bereich gewesen, der sehr festgerollt war und halt auch eben das Feuer nicht so gut angenommen hat, jetzt doch auch am Schluss. Wie auch immer. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Es ist sehr langweilig, die Zigarre ist okay. Ich finde auch am Schluss jetzt nach ungefähr 100 Minuten knapp, dass die Erde nicht ganz krass wird, dass du keine bitteren oder grasigen, floralen, sauren Aromen hast. Das ist okay, feine Zigarre, aber sehr, sehr langweilig. Also ich tendiere momentan sogar, jetzt, weil es mich doch ankotzt, jetzt, dass er auch ein bisschen zickt, zu einer 2,5 von 5. Also eher so ganz, ganz mittelmäßig. Hat man so schon ganz oft geraucht. Klar, cooles Format, sieht schön aus. Die Aromen sind schon auch fein so, aber sehr langweilig eigentlich. Ich bleibe dabei. 2,5 von 5. Ist halt noch recht frisch. Okay, die mag noch ein bisschen sich öffnen, definitiv. Und vielleicht auch nicht das 100% geilste Exemplar. Aber ich habe auch, wie gesagt, diese Carello Maduro habe ich ja mal in der Schweiz spontan geraucht. Da. Die war auch ab der Hälfte, das war auch so ein fettes Ding, ging sie permanent aus. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht.